begrüße euch total recht herzlich hier wieder zur Star Wars Lounge und zum Star Wars Clip. Der richtige Sendung oder die richtige Sendung wird ja noch produziert erst im Mai, weil jetzt im Moment lohnt sich noch nicht, weil wir es noch nicht haben. Ich möchte euch im letzten Moment des April 2017 nochmal bedanken für die ganzen E-Mails und sachlichen Unterhaltungen und so weiter und so fort. Ich habe auch gerade hier so einen Kunde, der da gerne was verkaufen möchte. Der hat da Star Wars Schauplätze und Planeten, die Kopfgeldjagd, Handpuppe, Middle-Earth, Hero Meshers, X-Wing Holzmodell und Chewbacca Wrecker. So, was hat er noch? 42 Zinnfiguren aus dem Jahr 2001, 7 Kampffiguren, Jar Jar Binks und Kampfdruide ist dabei und Boss Ness. Ja, da hätte er gerne ein Gebot drüber gehabt. Ne? Also das hat alles mal so richtig Geld gekostet, aber ich persönlich kann damit nichts anfangen. Sollte einer jetzt Stopp sagen, ich gebe euch gerne die Rufnummer. Also wenn ihr jetzt hier unten drunter schreibt, sagt Stopp, du hast da was, du hast da Schauplätze, Planeten, du hast Kopfgeldjagd, du hast Handpuppen, Middle-Earth, Hero Marshals, X-Wing, Holzmodell, Chewbacca, Wecker, du hast 42 Zinnfiguren, Anno 2001, Kampffiguren auch verpackt. Jar Jar Binks, Kampfdruide und Boss Nass, Ness, überredet. Ja, und dann würde ich euch sofort die Rufnummer geben, könnt ihr den anrufen und dann euch da mit ihm unterhalten. War ein Kunde, der war gerade dran und deswegen habe ich halt heute nochmal so einen Clip gemacht, weil an sich sollte ja keiner gemacht mehr werden, sondern erst im Mai. Aber ich bekomme heute dann die erste Jubiläumsfigur, Darth Vader. Das sollte so ein großer Karton werden, ich warte drauf. Und dann werde ich dann hier gleich kurz drauf einsteigen, so ein Boxvideo machen, öffnen, zeigen, drüber philosophieren. Ja, und dann möchte ich mich bei allen nochmal bedanken, die hier tatkräftig mitmachen, die leider nicht vor der Kamera arbeiten, sondern hinter der Kamera. Möchte mich auf diesem Weg nochmal total recht herzlich bedanken. Wenn ich Glück habe, habe ich morgen am Samstag wieder einen aus einem Club, aus einem Verein, der dann, wir machen dann eine sogenannte Fotosession. Vielleicht bekomme ich das Ganze dann auch auf Video. Dann werde ich euch diese sogenannte Fotosession auch zeigen, wenn ich es zeigen darf. Weil Auftragsarbeiten werden ja nun mal nicht gezeigt. Deswegen entstehen ja solche Videoclips, wo meiner einer zu erleben ist, der dann über Star Wars philosophiert, weil er tagtäglich damit zu tun hat. So, Einkauf, Verkauf, nur alles brauche ich nicht. Ich suche mir nur die Spezialsachen raus, die hier vielleicht interessant sind, um angeschaut zu werden. Noch einmal, wir sind hier wirklich in einer Filmfiguren-Theater-total-freien Zone, weil wir ja überwiegend, und wir sind seit 60 Jahren als Dienstleister bekannt, wir sind an sich nur in der Filmfotobranche zuständig, in der Werbung zuständig und natürlich halt auch in der Dienstleistung für Kopien aller Art und so weiter. Also der Verkauf von sind die Leute nicht gewohnt und deswegen kommen die auch nicht. Wenn jemand kommt hier, erscheint er meistens nur, weil er da dringlich etwas braucht, eine Collage oder ja, irgendwas braucht. Ne, Filmfoto oder ihr habt ja schon gesehen, ich habe ja einige Schauspieler schon das große Glück gehabt, dass sie wirklich gesessen und dann auch berichtet haben. Und ist nicht so einfach, einen dazu zu bewegen, weil die Schauspieler sind immer auf Schnelligkeit, die müssen, sind immer im Stress. Hin und wieder habe ich das große Glück, dass einer bremst. So, ich werde dann gleich weitermachen, sobald das Box-Video gemacht werden könnte, denn ich warte auf DHL oder UPS, keine Ahnung. Amazon hat mir gerade signalisiert, es ist unterwegs. Ne? Auf die große, kleine, besser gesagt, auf die kleine Reven, da werde ich nachher auch drauf eingehen. Auf die Figur muss ich leider bis zum 3. Mai warten. Schade eigentlich. Kommt leider nicht oder sie schaffen es nicht, weil samstags haben wir ja wie gesagt nur, da nehme ich kaum eine Ware entgegen. Also die wissen Bescheid, dass ich samstags keine Ware entgegennehme. Deswegen muss ich durch den Feuertag bis zum 3. Mai warten, was nicht so schlimm ist. Und ja, ne? Also ich unterhalte mich jetzt mal mit Kollegen da. Genau. Na? Wisst ihr Bescheid? Okay, ich habe euch da gerade ein Angebot unterbreitet und werde dann gleich darüber philosophieren. Also dann, na? Bis gleich. Ich hoffe, die Figur kommt. Ne? Wenn nicht, ja, dann warten wir.
Freunde, das hat unheimlich lange gedauert heute. Ihr wisst, Spaß muss sein und das soll ja auch Spaß machen, deswegen mache ich diese Videos ja. Er ist da, er ist gerade gekommen, er wird jetzt feierlich ausgepackt in einem sogenannten, hey, ihr wisst schon, ist ja mittlerweile in, so ein Unbox-Video da, ne, in dem man feierlich irgendwas auspackt. Wir hoffen, es kommt auch keiner rein. Und ab sofort gibt es ja hier nur noch Star Wars, egal wie. Ich mache jetzt hier auch Lift rein. Aha. Da ist er. Ne? Da ist er, die erste. Ah, herrlich. Schaut ihn euch an, Freunde. Schaut ihn euch an, die Größe schon alleine. Und das ganze Display, ja, das ist das Wahre. Ne? Das ist das Wahre. Boah, am 25.05. feiern wir 40 Jahre Star Wars. Unser Heinz ist 40 Jahre mit dabei. Hammer. Da kriege ich schon Tränen in den Augen, ehrlich. So lange, das ist so eine Erinnerung. Er hat jetzt einen anderen Grund, warum ich Tränen in den Augen habe. Ist klar. Also der Monat April, den ich jetzt verabschiede, mit dieser Ware, die heute gekommen ist. Heute ist der letzte Tag im April und ich freue mich am 4.5. Ich freue mich auf den 25.5. Ich freue mich auf den Besuch, den ich auch Ende, also noch habe und dann auch zeige. Also dieses Video von mir persönlich alleine ist natürlich wieder so zwischendurch und ich freue mich halt wirklich tierisch. Ja. Ich freue mich auch, wenn ich die ganzen da alle bekomme. Muss ich also auch noch drauf warten. Ja, ich bekomme alle. Aber ich muss drauf warten. Und die kommen auch, man hat gesagt, auch mittendrin, irgendwann im Mai. So, dann werden die alle hier stehen in dieser super großen Variante. Und das sieht einfach nur super aus. Das macht tierisch viel Spaß, wenn man sich die dann alle anschaut. Ich will hoffen, dass diese anderen Figuren auch qualitativ gut ausschauen, nicht nur Darth Vader, also ja, gegenüber den anderen kleinen Darth Vadern, die ich hier stehen habe, er jetzt hier in der Variante. Ich halte also sozusagen 40 Jahre in der Hand. 40 Jahre, muss man sich vorstellen, 40 Jahre schauen wir schon Krieg der Sterne, nun Star Wars. Jetzt müssen wir noch bis zum 4. Mai warten, dann kommt die 3D. Am 4. Mai zeige ich euch die 3D Blu-ray und abends werde ich sie mir dann gemütlich in 3D natürlich auf riesengroßen Bildschirmen anschauen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ich habe wie gesagt sehr lange.